Irakische Truppen in Ramadi, der Sturm auf die Großstadt läuft. Mit der Offensive soll die Terrormiliz Islamischer Staat vertrieben werden, die die Hauptstadt seit Mai besetzt hält. Doch während die Außenbezirke relativ zügig zurückgewonnen werden konnten, dürfte der Kampf um die Innenstadt länger dauern. Dort haben sich die meisten Kämpfer des IS verschanzt, Scharfschützen sind postiert und Sprengsätze versteckt. Irakische Geheimdienste gehen davon aus, dass sich noch 250 bis 300 IS-Kämpfer im Zentrum befinden. Am Wochenende hatte die Luftwaffe Flugblätter über Ramadi abgeworfen. Damit wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Stadt binnen 72 Stunden zu verlassen.